Bekannt für Kein schöner Land, Sänger und Moderator Günther Wewel ist tot. Der Kammersänger Günther Wewel ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Als Moderator der Fernsehsendung Kein schöner Land trug er auch regelmäßig selbst Lieder vor. Der Volksliedinterpret und Moderator der erfolgreichen früheren TV-Sendereihe Kein schöner Land, Günther Wewel, ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 88 Jahren, wie seine Lebensgefährtin mitteilte. Zuvor hatten Westfalenpost und Westfälische Rundschau darüber berichtet. Wewel stammt aus Arnsberg im Sauerland. Nach einer Ausbildung bei der Deutschen Bundesbahn studierte er in Dortmund klassische Musik und Oper. Im Anschluss daran gehörte er jahrzehntelang zum Ensemble der Dortmunder Oper. Rund 80 Rollen gehörten zu seinem Repertoire. Mit seinem Basso Profundo feierte er Erfolge an zahlreichen deutschen und europäischen Häusern. Auch als Volksliedinterpret und Sänger getragener Balladen machte er sich einen Namen. Sänger war Gesicht der Sendung Kein schöner Land. Bundesweite Bekanntheit erlangte der mit dem Ehrentitel Kammersänger ausgezeichnete Wewel durch zahllose Fernsehauftritte. Von 1989 bis 2007 führte er als Moderator durch die Volksmusik- und Reisesendung Kein schöner Land. In mehr als 150 Folgen trat er in dem Format als eine Art Reiseführer durch die schönsten europäischen Landschaften auf und stellte sie mit ihren Brauchtümern, Musiktraditionen und prominenten Köpfen vor. Die erste Volksmusiksendung, die an Originalschauplätzen statt in Styroporkulissen im Studio entstand, wurde zu einem der erfolgreichsten Formate dieser Sparte überhaupt, mit Wewel als Kapitän, wie der Saarländische Rundfunk es nannte. Die Zuschauer liebten diesen glaubwürdigen, niemals oberlehrerhaft auftretenden Mann, der ihnen kompetent über Musik berichten konnte und der gleichzeitig voller Wissensdurst mehr über Land, Leute und Kultur erfahren wollte. Arno J.O.S. Graf, Kein schöner Landregisseur. Kollegen schätzten ihn für seine zugewandte Art, seinen Fleiß und seine Disziplin. Was Wewel vor der Kamera verkörperte, lebte er auch. Er war immer unheimlich zuverlässig, perfekt vorbereitet und sehr ernsthaft bei der Sache, sagte Graf. Es war ein irres Arbeiten. Fleiß, Fleiß und nochmals Fleiß. Stolz betonte Wewel immer wieder, dass er zeitlebens weder Souffleur noch Teleprompter gebraucht habe. Disziplin sowie Streben nach Niveau und Qualität gehörten zu seinen beruflichen Tugenden. Wewel fand nach Tod seiner Frau erneut das Glück. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2014 begleitete ihn stets seine Frau Gisela. Die mehr als 60 Jahre lange und von Wewel sehr glücklich genannte Ehe blieb kinderlos. Ich war 60 Jahre lang jeden Tag glücklich mit meiner Frau. Wir haben eine Bilderbuch-Ehe geführt. Später zeigte sich Wewel öffentlich mit seiner neuen Lebensgefährtin Ursula Gunkel, einer gemeinsamen Schulfreundin, die er in seiner Arnsberger Heimat wieder getroffen hatte. Wir machen es uns schön in dem bisschen Zeit, was uns noch bleibt, sagte die damals 81-Jährige kurz vor dem 85. Geburtstag ihres Partners. Ausgedehnte Urlaube auf Gran Canaria und Norderney oder Ausfahrten durch sein geliebtes Sauerland mit dem noblen Mercedes Wewels gehörten lange dazu.